Und das ist das violette Derby Salzburg gegen Austria Wien. Schauen wir uns zunächst einmal die Aufstellungen der beiden Mannschaften an. Bei Salzburg ist nicht nur die beste Frühjahrsmannschaft, sondern Austria hat den letzten Auswärtssieg am 31. Juli gefeiert und in Salzburg gab es den letzten Sieg überhaupt vor 4 Jahren. Recht interessant, wir haben schon gesehen, bei der Aufstellung ist aber, dass Adi Hütter wieder mit dabei ist und das, obwohl er im Länderspiel am vergangenen Mittwoch absagen musste. Und Adi Hütter begrüßt als Kapitän den anderen Kapitän Andi Ogris. 13.000 Zuschauer, wie immer im Lehener Stadion, ganz ausgezeichnete Stimmung. Mannschaft von Casino Salzburg in den weißen Dressen. Aber überraschenderweise greifen nicht die Salzburger in den ersten Minuten an, sondern ganz beherzt die junge Mannschaft von Walter Skocic. Schmidt spielt auch überraschend auf der rechten Seite, setzt sich hier gegen seinen Mann Kocian durch. Ball kommt zur Mitte. Flögel! Und die erste gute Möglichkeit für die Wiener Violetten hier vor 13.000 Zuschauern durch Thomas Flögel. Die jungen Austrianer aus Wien, sehr ambitioniert, sehr bemüht, versuchen vor allem durch kontrolliertes Ballhalten und kontrolliertes Spiel Erfolge zu erzielen. Aber hier ein Fehler von Leitner und Glieder überringelt sozusagen die Situation etwas zu spät. Hier noch einmal der missglückte Abschlag von Leitner, Glieder und Libero Gaga kann im letzten Moment den Ball noch wegbefördern. Abschlag von Wolfgang Knaller, dem Torhüter der Wiener Austria. Flögel und Astafjev, das sind die Spieler, die die Impulse in der Offensive setzen. Hier Foul von Libero Sevcik, der wie immer umsichtig spielt an Astafjev. Schiedsrichter Seyer, sehr energisch, immer auf Ballhöhe. Und hier Torhüter Suslov, ein Mann mit hervorragendem Reflex. Dospel, der aufgerückte Manndecker, er spielt statt des gesperrten Schießwald. Und eine der wenigen Möglichkeiten jetzt vorne für Casino Salzburg. Gelassen Erich Schreiter, der Co-Trainer von Walter Skocic, die beiden Austria-Betreuer Kaugummi kauen. Das beruhigt offenbar. Guter Einsatz jetzt von Klaus Kocian. Und ein guter Schuss. Aber Wolfgang Knaller wäre wahrscheinlich hier gewesen. Kocian von Leitner hier bewacht. Der technisch hervorragende Mittelfeldspieler von Casino Salzburg mit diesem beherzten Schuss. Herbert Weber treibt seine Mannschaft immer wieder nach vor, teilt ein und schön langsam kommen die Salzburger. Sie sind ja die Favoriten hier. Kopfball von Klaus für Aufhauser, aber hier hat der Linienrichter sofort auf Offside entschieden. Hier noch einmal die Flanke. Kopfballauflage von Klaus, aber da steht Aufhauser schon ganz deutlich im Offside. Man sieht es hier in der totalen Einstellungen nochmals ganz genau. Ruhig Skocic, er hat die Gelassenheit auch auf seine Mannschaft übergetragen, die sehr gut spielt. Aber die Salzburger kommen jetzt, üben mehr Druck aus. Sehr viel Laufarbeit, vor allem aus dem Mittelfeld. Ibertsberger, ein Impulsträger, genauso wie Hörmann, der aber eher defensiv spielt. Noch einmal Ibertsberger, gute Flanke, aber da ist niemand. Klaus zu sehr in den Innenraum geeilt und Ibertsbergers Flanke, den Sie hier sehen, Ibertsberger, ist zu weit ausgefallen. Spiel nicht unfair geführt, natürlich auch mit der nötigen Härte. Hier Foul an Kocian. Schmidt war hier beteiligt. Hier noch einmal. Aber Schiedsrichter Seyer lässt in der ersten Hälfte das Spiel fließen, pfeift nicht allzu viel und die Akteure auch fair, wie gesagt. Freistoßmöglichkeit jetzt für die Salzburger. Klaus, abgefälschter Schuss. Der Ball landet im Tor. Klaus sehr beweglich geworden in der Zeit unter Herbert Weber. Auf Hauser. Ibertsberger sehr kraftvoll in seinen Antritten. Da hat er sich ein bisschen zu viel umgemutet. Und auf solche Gelegenheiten warten die Austrianer, versuchen zu kontern. Und diese Szene zeigt es ganz genau, sehr viel Geplänkel, sehr viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Schuss von Ibertsberger an die Latte. Edi Glieder, der bis jetzt nicht zu sehen war. Und ein platzierter Schuss und das 1:0 für Casino Salzburg, nachdem die Mannschaft das Spiel langsam in den Griff bekommen hat.
durch Edi Glieder in der 29. Minute sein 9. Saisontor und jetzt erst wird die Miene von Herbert Weber etwas entspannter. Hier noch einmal der super Schuss von Ibertsberger. Der Ball kommt zu Glieder, der frei steht. Kurz nur die Verwirrung in der Abwehr der Wiener Austria. Und diese Verwirrung wird von den Salzburgern genützt. Hier zeigt Glieder wieder nicht einmal auf einen Gestocher, sondern hier mit einem platzierten Weitschuss sein Gefühl für torgefährliche Situationen. Jubel natürlich bei den 13.000 und Wolfgang Knaller zum ersten Mal, zum einzigen Mal in diesem Match geschlagen, das ist jetzt die Frage. Denn die Wiener Austria versteckt sich weiter nicht. Sie kommt jetzt etwas mehr unter Druck, aber sie greift auch dazwischen an. Klaus, und ein guter Schuss hier wieder auf das Tor von Wolfgang Knaller. Und wer könnte es gewesen sein? Wieder der Mann, der rechts im Raum spielt, der junge Ibertsberger. Hier aus halblinker Position. Ein gutes, ein schnelles, auch auf Technik gutem Niveau stehendes Spiel. Die Austria, wieder ein Heber auf Flöge. Er findet die meisten Chancen der Wiener vor und mit Mühe kann sich hier die Abwehr vom Casino Salzburg befreien. Hier Flögel an Eigner vorbei und Suslov rechtzeitig heraus. Ja, ja, man hat es nicht leicht als Trainer, scheint die Miene von Herbert Weber hier zu sagen. Dann wieder Schmidt. Er mit seiner Kampfkraft und seinem Einsatz einer der wertvollsten Austrianer an diesem Tag. Kurze Abwehr nur. Guter Schuss abgeblockt, abgefälscht. Aber Suslov ist da. Gerade in diesen Situationen zeigt er sein Können. Der Pechvogel aus Dafür und da muss was geschehen in der Pause, scheint die Miene von Austria-Trainer Walter Skocic zu sagen. Aber es geschieht was auf der anderen Seite, nämlich bei Casino Salzburg. Winkelhofer kommt statt Kogler, der etwas angeschlossen ist, bekommt noch Unterweisungen des erfahrenen Walter Hörmann. Abschlag, Handschlag mit Glieder und auch Ammerhauser kommt ins Spiel. Er geht ins Spiel für Hütter, mit dessen Leistung der Trainer Herbert Weber nicht ganz zufrieden war. Und der Druck der Salzburger gleich zu Beginn sehr groß und im Hechtflug Wolfgang Knaller. Kovacic und Herbert Weber müssen dann sehen, wie sich bei dieser Aktion Kocian verletzt. Er leidet eine Prellung im Rückenbereich, muss vom Feld. Und an seiner Stelle kommt Raconica, der damit eine Chance erhält, sich zu bestätigen, sein Können zu zeigen. Weiterhin sehr viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Gute Aktion jetzt über Ogris, Leitner, Stafjew. Hacker, wie am Schnürchen läuft der Ball, eine der besten Aktionen der Wiener und wieder im Hechtflug, Suslov rettet hier und Foul von Ogris. Schaut alles nach einer gelben Karte aus, aber Schiedsrichter Seier gibt in der ersten Hälfte keine gelbe Karte. Hier noch einmal die gute Abwehr von Suslov, Ammerhauser gefoult von Andi Ogris. Flögel. Kommt hier vorbei. Noch ist die Gefahr nicht bereinigt. Hacker. Und der erste Fehler von Suslov. Immer wenn es darum geht, den Ball zu fangen, sei es bei einem Weitschuss, bei einer Flanke, hat er Schwierigkeiten. Und jetzt wird es ruppiger. Sehr viele Zweikämpfe nehmen nun etwas derbere Form an. Foul von Schmidt an Walter Hörmann. Der Schiedsrichter verliert die gelbe Karte, aber er zeigt sie doch. Und insgesamt, um das vorwegzunehmen, in der ersten Hälfte keine gelbe Karte, in der zweiten Hälfte gleich deren 6, die Schiedsrichter Seier verteilen muss. Die Austria kämpft um den Ausgleich. Wieder eine gute Vorlage für Flögel und wieder scheitert er. Vielleicht nicht energisch genug im 16er. Hier noch einmal Astafjew, der Rachimov als Spielgestalter sehr gut vertritt. Flögel und keine Gefahr für Suslov. Dann Ammerhauser. Auch hier wird faul gespielt. Die Salzburger jetzt nur noch seltener beim anderen Strafraum. Eine Schwalbe, sagt hier Libero Gaga. Aber was wirklich eine? Foul. Keine Frage.
Ammerhauser wurde der Fuß weggerissen. Und die Nervosität bei Heribert Weber steigt. Zum Haare raufen manchmal am heutigen Tag. Weitschuss vom Pfeffer. Und Zuschlag. Noch einmal. Dem Manndecker der Wiener Austria, dem Routinier, scheint hier die Geduld zu reißen. Und Suslov wäre da. Der verzweifelte Versuch der Wiener Austria um den Ausgleich wird immer größer. Fehler von Suslov. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Die Hektik im aus der Salzburg-Strafraum nimmt zu. Aber es ist nichts passiert. Hier noch einmal. Brunnmeier kann hier nicht an den Ball kommen. Suslov hat ihn. Ja, und die Angst ist jetzt Heribert Weber auch ins Gesicht geschrieben. Und weiter die Wiener Austria. Schmidt verliert den Ball, setzt nach. Ein derbes Foul von Schmidt war überhaupt nicht notwendig. Radschunitzer hat ihm den Ball gegrapscht, aber da schon gelb hat, zu Recht die rote Karte für Schmidt. 5 Minuten vor dem Ende des Spiels. Die Wiener natürlich geschwächt. Hier noch einmal. Da setzt sich Radschunitzer durch. Schmidt offenbar erbost. Setzt nach. Da ist ihm die Geduld gerissen. Und er muss zu Recht vom Platz. Letztes Aufbäumen der Wiener in den Schlussphasen dieses Spiels. Salzburger müssen ein bisschen, wirklich ein bisschen zittern um dieses 1:0. Ogris! Aber er scheitert an Suslov. Und so bleibt bei diesem 1:0 ein Arbeitssieg für die Salzburger, die aber gezeigt haben, dass sie eine kompakte und gute Mannschaft sind und auch solche haarigen Spiele gewinnen können. Auf jeden Fall eine Mannschaft, aber auch die vergisst aufs Tore schießen. Wie hier